Hallo Leute, hier ist wieder euer Lone Totoro. Zurück mit Let's Play Fire Emblem Sacred Stones. Und ich schnüschel gerade ein bisschen, ich weiß auch nicht, warum es so ist, aber ist halt so. Okay, wir vernichten erstmal dieses Etwas von einem dunklen Magier. Den einzig dunklen Magier gibt es eigentlich in Yu-Gi-Oh!, aber egal. Und wir kriegen einen Thronschlüssel. Den packe ich mal zu Ephraim. Vielleicht braucht er den auch mal. Ach, da sind die. Dann klopfen wir uns mal hier durch. Seht, oder ist das Seht? Nee, ist das Franz. Ihr Mäde Franz. Der Kaiser. Ach nee. Oh, der ist ja fast tot. Ja, muss man mal schauen. Vielleicht war das keine so gute Idee. Es war keine so gute Idee, glaube ich. Wir machen das einfach nochmal. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass er schon so beschädigt ist. Ansonsten hätte ich das auch gelassen. So viel dazu. Thronschlüssel erhalten. Ey, leck hör auf! Wenn das jetzt nicht aufhört, geht doch. Sombator. Okay, lieber mit der Eisenklinge, glaube ich. Obwohl Sanbato wahrscheinlich höhere Wahrscheinlichkeit auf Crit macht, aber naja. Who cares? Ich kehre. Okay, dann hier auch noch den Kerl mit Ford. Ford muss eigentlich auch mal langsam irgendwie ein Level absteigen, oder? Finde ich. Ach ja, das meinte ich eigentlich noch nicht mal. Aber hat er jetzt bekommen? Ja. Aber hätte ich mir meinen Wunsch bloß aufgehoben, dann hätte ich vielleicht noch sagen können, ja, er sollte jetzt mal. Ach, Elixier haben wir. Ist natürlich gut. Er sollte jetzt vielleicht mal, eine Stufe aufsteigen, einen, neuen Dings erlangen. Weiß nicht, wie man das nennt. Dass er halt nicht mehr Gamla-Reiter ist, sondern so derbe wie Seht. Oder wie Dürnel. Den wir heute nicht dabei haben, glaube ich. Oder? Haben wir den dabei? Ich glaube nicht. Naja. Na, Wicht. Schade. Aber die verbrauchen auch echt immer ihre Züge, um gegen das Phantom zu kämpfen. Ich weiß nicht warum. Der Abtrünnige wäre auch besiegt. Seht nochmal mit einem kritischen Treffer. Der macht ja hier ordentlich Krits wieder. Das freut mich ja immer zu ganz tiefst von ganzem Herzen. Mal schauen, was haben sie noch da zu bieten. Und Flachs. Franz weicht aus, das war klar. Flachs trifft einfach nie, habe ich das Gefühl. Es trifft wieder nicht. Nichts zu fassen. Ja, Säuberung. Scheiß doch drauf. Säuberung trifft auch nicht, oder? Ja, trifft auch nicht. Es trifft einfach nichts von den Gegnern. Das ist ihr Problem, glaube ich. Deswegen finde ich diese Ebene hier, also dieses Level-Ding, auch nicht unbedingt schwierig. Ja, Schlaf. Schlaf trifft auch nie. Sag ich doch. Obwohl das jetzt schon ziemlich wahrscheinlich war, dass das trifft, aber naja. Bin interessiert. So. Wer erstmal geheilt wird, das ist Franz. Da kann ich eigentlich auch mal Pflege einsetzen. Habe ich sowieso mehr von. Los, Natascha, heile ihn. Burp. Yay. Okay. Und Franz kann dann endlich mal losstürmen. Ach, heul doch. So, Franz drauf. Gut.
Irgendwann wirst du ein genauso starker Rittmeister wie Seth sein, hoffe ich. Seth hat einfach noch mehr Durchschlagskraft irgendwie. So, jetzt wird gekloppt. Richtig so. Angriff mit Sanbato. Wieso hat man da trotzdem so wenig Crit? Verstehe ich nicht ganz. Naja. Aber egal. Tod ist tot. Gut. Und dann noch unser netter Kavalier, der ein bisschen vorrückt. Ich würde sagen, was will der komische Dieb denn bitte? Will er mir was klauen? Dann hat er sich aber mit dem falschen Seth angelegt. Ich werde den ja nach eh töten, von daher kann ihm das scheißegal sein, ob er mir was klaut oder mir kann es zumindest scheißegal sein. Gut. Wo ist unser Beschwörer? Da ist unser Beschwörer. Beschwörer, beschwöre nichts, sondern mach erstmal. Mal schauen, bist du beschädigt? Nee. Okay, dann. Setze. Flux ein, oder? Aber Luna hat mehr Crit. Machen wir mal Luna Crit vielleicht. Boah, das gibt sogar ziemlich wahrscheinlich Crit. Also verglichen mit anderen Angriffen von ihm wirklich. Gut, Knoll, fehlt es eigentlich auch noch ein bisschen an Durchschlagskraft, habe ich immer das Gefühl. Gut. Dann er hier. Ist ja auch so ein Seth-Typ. Wieso habe ich eigentlich drei Seth-Typen dabei? Ich finde eigentlich, das ist ein bisschen zu viel, aber naja. Ich schätze, ich habe einfach vergessen, die richtigen mitzunehmen. Die ist natürlich auch stark hier. Ach ja. Er kann vielleicht mal Heilmittel einsetzen. Gut. Und Ephraim rückt weiter nach vorne. Ja, du triffst doch eh nicht. Ach, weißt du was? Scheiß doch drauf. Eclipse ist wahrscheinlich der schlimmste, schlechteste Fernkampfangriff überhaupt. Jetzt probiert der es auch noch. Ja, 12. Boah, das wird jetzt, das trifft jetzt mit Sicherheit. Also, ich habe Angst. Oh, knapp, ganz knapp. Der dritte wahrscheinlich auch noch. Jetzt auf den anderen. Boah, ihr wirklich, ihr seid so cool. Mir fällt nichts anderes. Also, boah, wenn das jetzt getroffen hätte. Nee, Quatsch. Wo sind wir denn? Na dann. Säuberung trifft wahrscheinlich auch nicht. Nein, trifft auch nicht. Ich kann diese Fernkampfangriffe einfach nicht ernst nehmen, irgendwie. Ich meine, Eclipse zieht, glaube ich, wenigstens nochmal ordentlich was, aber... Naja, egal. So, Angriff. Du hast mich jetzt genug geärgert, auch wenn du mich gar nicht geärgert hast. Ist ja schon direkt wieder abgehauen, der Kerl, aber egal. Und Level Up, nachdem ich jetzt wahrscheinlich gerade was rausschneiden musste. Sowas mag ich natürlich immer nicht so gerne, aber... Ja, da kann ich wohl auch nichts gegen machen. Es nervt einfach nur. Gut, Eisenaxt stärker. Also, bam in your face. Boah, wie die da drin steckt. Ist ja nicht zu fassen. Oh. Und tschack. Geil. Deswegen mag ich diese fetten Generäle irgendwie. Die haben es schon drauf. Die haben es echt drauf. So, mal schauen, was zieht denn am meisten? Ja. Alles trifft theoretisch doppelt, okay. Dann, ja, Feuer wird reichen. Jo. Reicht. Gut. Ross kommt hier auch mit. Und unser Beschwörer kann erstmal was beschwören. Gut. Das Witzige ist, dass die Gegner immer so ein bisschen so einen Hang dafür haben,
die Schwächeren platt zu machen. Und die Schwächsten sind nun mal die Wichte. Also die mit den wenigsten KP. Die werden eigentlich immer platt gemacht. Und tja, so ist es halt, ne? So, irgendwelche wichtigen Items. Ne, gut, dann stürmt ihr beiden jetzt mal vor. Kann ja nur gut laufen. Göttlichkeit, ja toll. Du bist bestimmt nicht göttlich. Ja, jetzt trifft er bestimmt. Ja, wurde auch mal Zeit. Die können ja nicht immer verfehlen. Gut. Immerhin. Level up. Yay. Hitmeister Level 3. Und Göttlichkeit erhalten. Oh Mann. Die Gegner sind, glaube ich, nicht allzu stark irgendwie. Oh. Och nein, die greifen jetzt alle diese... Oh, wieso greift der nicht das Phantom an? Hat er keinen... Wieso greift er überhaupt nicht mal die Näheren ran? Meine Kavaliere und so, die sind da auch nicht besonders stark gerade. Aber nein, irgendwen angreifen, damit ich hier... Muss ich das ernst nehmen? Ich glaube nicht. Trefferquote mit 2%. Also da wirklich... Da habe ich sowas von Angst und jetzt stirb. Hey, sie vorher, dass er aus der Hand, aber nicht mit so einem Stab. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, naja. Aber gibt es denn hier überhaupt keine Regel, dass irgendwie Pferde nicht hier rein dürfen? Also eigentlich macht man das nicht so, dass die Pferde da so einfach... Naja, egal. Tür. Tatsächlich, er war derjenige mit dem Türschlüssel. Wusste ich doch noch, fast. Sie bleibt mal hier so ein bisschen. Franz kann mal, glaube ich, sein Elixier verbrauchen. Man kann ja mal auf Nummer sicher gehen. Und sich dann hier in der Ecke verstecken. Und er verbündet sich mit seinen Freunden. Alle wieder da, das ist schön. Okay, Heilmittel kann man auch verwenden. Muss man nicht, kann man aber. Wird hier stehen bleiben, denke ich mal. Okay. Die anderen rücken natürlich vor. Unser Phantom natürlich auch. Lute sowieso. Ephraim. Versorgen doch nicht. Hä, kann man den Wicht was geben? Kann man nicht, oder? Oder kann man dem so irgendwie Teufelsaxt oder so... Haha, das wäre mal richtig geil. Obwohl, der stirbt ja relativ schnell. Das heißt, die Teufelsaxt ist dann aufgebraucht. Aber trotzdem... Ich finde das lächerlich, wie sie alle diesen kleinen Phantom-Typi angreifen. Dieses Wichtchen. Boah. Gut ausgewichen vor da, wirklich, also. Es war ja so offensichtlich. Wieder mal. Oh, vielleicht sollten wir vielleicht ein paar hier hinstellen, die das Ganze blockieren. So, jetzt will ich aber kurz gucken. Versorgen. Obwohl, genau. Kann der Wicht hier. Nee, schade. Nee, mit dem Wicht kann man leider nichts tauschen. Schade. Ja, ich würde mal sagen, der und seine Konsorten werden jetzt hier erstmal ordentlich Wache schieben. Ja, Jillian eigentlich auch, oder? Obwohl, der ist zu langsam. Okay, dann stellen wir da ihn noch hin und dann wird das, glaube ich, reichen. Und wir nehmen... Achso, Seth ist das. Nee, gut, Seth nicht. Seth muss da nicht hin. sie ist da aber auch unpassend. Ja gut, dann Ephraim. Der kommt eh noch nach. Von daher. Die machen das hier alles. Okay. Truhe. Tomahawk. Sonst noch Truhen da im Schloss. Ach, dahin, ja gut. Dann würde ich sagen,
retten wir ihn hier mal. Und dann geht's schneller weiter. Während er sich da oben mal hinstellt. Sie kann ja theoretisch auch wieder hier zurückgehen. Ah, guck mal. Was haben wir denn da? Okay. Das heißt, sie ist wirklich verdammt schnell. Auch wenn das hier wahrscheinlich nicht ganz mit der Hausordnung übereinstimmt, wie gesagt. Ich bin mir da nicht sicher. Aber gut. Unser Forscher, kleiner Typi hier. Unser Forscher, kleiner Forscher. Greift erstmal hier an. Ein Eclipse ist hier ein Fernkampfangriff offenbar und kann nicht nahkampfmäßig angewendet werden. Sehr vorteilhaft. Okay. Toll. Und Jillian kann langsam, aber sicher sich auch hier vorarbeiten. Vielleicht eher noch da lang oder hier unten lang. Ja, komm, unten hin. Als erste Vorhut. Mit der Meisterlanze und mit der Stahllanze. Stahllanze reicht erstmal. Stahllanze reicht. Gut, dann schauen wir mal. Haben die eine Chance, die Gegner? Ich bezweifle es stark. Nein. Haben sie nicht. Definitiv nicht. Auch wenn hier offenbar noch ein bisschen was fehlt an Durchschlagskraft von Kyle. Aber gut. Ich denke, die Blockade ist mir ganz gut gelungen. Da muss sich jetzt keiner beschweren. Und ansonsten, ja, Ephraim sowieso immer im Vorteil mit seinem Regin Life. Und natürlich auch ein super Ausweicher. Naja. So, hier vielleicht noch ein, na schade, auch kein kritischer Treffer bei Gerig. Aber immerhin. Ah. Ist das schön zu sehen, wie Eclipse einfach nie trifft. Dieser Angriff, man kann ihn nicht ernst nehmen, es ist einfach so. Weißt du was? Oh, obwohl, das ist jetzt 17, das geht ja fast. Das hätte ja fast getroffen jetzt. Das, ui. Hab ich eine Angst. Ach ja, deswegen liebe ich so kleine Wichte. Phantome. Ja, ich weiß. Das Phantom hätte ihn fast umgebracht. Beschwören. Es gibt so viel EP. Das geht ja mal gar nicht. Da hat Rio schon ganz recht gehabt eigentlich. Man könnte hier die ganze Zeit nur spammen. Okay, kaputt. Nein, schade, trifft nicht. Aber immerhin. So. Der Linke wird erstmal hiervon erledigt. Und tot. Oh, ausgewichen. Und tot. Pirosta aber auch immer mit seinem ganzen Körpergewicht draufschlägt. Uiuiui. Ephraim kann langsam mal sich nähern den Feinden. Achso, den Abtrünnigen kann ich gar nicht spielen. Und scheiß drauf. Egal, was der letzte Typi von denen macht, er wird sterben. Definitiv. Oder, na gut, das kann ich eigentlich auch noch machen. War eigentlich anders geplant, aber scheiß drauf. Damit er endlich tot ist. Tja. Loot ist aber auch stark, muss man sagen. Gut. Er kann sich hier vielleicht langsam mal nach vorne bewegen. Franz immer noch sehr stark auch hier. Selbst mit der Eisenlanze noch. Ah, oh, Purgativ. Das heißt, den kann man. Ja, selbst wenn er ihn nicht mit einem Schlag totgehauen hätte, der zweite Schlag hätte ihn vernichtet. Ohne dass er Gegenwehr leisten kann, der Feind. Gut. Also gut. Angriff. Mit Eisenlanze. Oh. Und tot. Notfalls hätte ich auch noch meinen Typ wieder gehabt, den Helden. Aber, naja, Gerig muss ja nicht hier bei allem verwendet werden. Jetzt reitet Natascha erstmal ordentlich los hier. Stab, was ist das? Achso, da kann man auch Heilung verwenden. Yay!
Ich bin immer noch dafür, dass es eine schlaue Taktik war, von Anfang an Zed dahin zu teleportieren. Na gut. Zed wird jetzt nämlich auch was machen. Der wird jetzt diesen rechten Typi noch erledigen, weil die Eclipse-Leute ja sowieso nichts drauf haben, offenbar. Die lernen ja auch nichts. Also, normale Leute kämen noch auf die Idee, dann die Angriffsart zu wechseln und nicht immer Eclipse, aber... Ach, wir kriegen Burg Purgativ. Das ist schön. Schön. Ach, da ist noch einer. Ja, den habe ich ganz vergessen. Oh, Eclipse. Aber weißt du was? Das mache ich jetzt nochmal schnell. Oh, er hat einen getroffen. Boah, das gibt's ja nicht. Er hat ihn getroffen, er hat ihn getroffen. Aber gut, es ist wieder unsere Runde. Und wir werden jetzt einen nach dem anderen vernichten. Und zuerst mit... Eigentlich ist die Trefferquote hier mit am höchsten. Und trotzdem treffe ich damit nie. Oder, naja gut, es ist nicht so stark, glaube ich, deswegen. Und er greift auch kein zweites Mal an. Das ist ärgerlich. Oh, toll, Luna. Jetzt kann er auf sich stolz sein. Ach, Unterstützung können die. Ja, unterstützen wir mal lieber. Franz, wie ich sehe, macht sich dein Training bezahlt. Ja, und ich muss sagen, dass ich durchaus überrascht bin. Ich fühle, wie die Energie mich durchströmt. Ich glaube, das liegt an meinem Ausdauertraining. Du meinst damit Frelias Ausdauertraining? Willst du sagen, dass ihr in Renai kein solches Training kennt? Wir haben ein System, um unsere Brust, die Arme, die Schultern und die Beine zu stärken, aber damit hört es auch schon auf. Wir trainieren nicht jeden einzelnen Finger. Jeder Muskel agiert im Zusammenspiel mit jedem anderen Muskel. Wie könnt ihr da die Finger ignorieren? So denken wir Frelianer. Ich habe aus Versehen eine Taste gedrückt. Scheiße. Und ich möchte jetzt eigentlich nicht... Ja. Nicht das Ganze nochmal rückgängig machen. Aber man kann sich das hinterher eh nochmal alles anschauen. Von daher ist jetzt auch egal, was die da noch gesagt haben, falls sie noch was gesagt haben. Oh, danke, Chillium, für diese weise Information vermutlich. Chillium ist schon voll erfahren jetzt in Unterstützung, oder? Unterstützungslevel hier mit Franz B und mit Naimi C. Finde ich gut. So. Gerig auch mal. Und jetzt geht's langsam ab hier. Gut. Lute kommt auch mal mit hoch. Unser beschwörender Beschwörer beschwört erstmal. Oder, naja, gut, den kann er auch töten, glaube ich. Und Luna. Auch wenn diese Finsternis-Sachen leider... Was? Das ist ein Erzritter. Ach du Scheiße. Naja, machen wir nochmal einen und dann ist tot. Sehr gut. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass das ein Erzritter war. Level up! Beschwörer Level 3. Sehr gut, Kyle. Sehr gut, Ross. Alle nach vorne. Jetzt geht's ab. Boah, das ist jetzt ordentlich hier. Oh, Level up. Für Zed. Und der ist jetzt Level 7 somit. Ja, ja, pendel dich wieder ein, Spiel. Beziehungsweise Emulator. Ich würde fast sagen, wenn sie ihn mitnimmt, dann geht das schneller. Jetzt gibt es hier das Abgabetraining, so Staffellauf. Okay. Die anderen können hier erstmal nochmal... Oder können die sich noch unterhalten? Nee, können sie nicht. Okay. Ende. Achso, sowieso mein Zug. Und absitzen. Und Ende. Und Truhe. Und 5000 G. Na gut, Geld habe ich eigentlich genug. Beziehungsweise Gold. Ich weiß nicht, wofür das G jetzt steht. Ich schätze mal Gold. Gold war ja damals die Währung. Haben ja alle Leute mit Gold bezahlt. Ist ja klar, ne? Weil Gold so wertvoll ist, hat man es dann eingesetzt dafür. Weil ja auch jeder arme Bauer dann ein bisschen Gold in der Tasche hatte. Wenn er am Markt stand, was kaufen wollte. Okay, genug über geschichtliche Belehrungen, die keine sind. Und, achso, sie kann jetzt auch langsamer zurück. Dann können wir das Ganze nämlich hier schnell beenden. Gegnerischer Zug, mein Zug. Das mag ich, dass die Bosse da nicht weggehen. Ah, ein Dieb! Das ist ja hier... Eieieiei.
Den muss ich erwischen, bevor ihr mir alles wegschnappt. Aber gut, wir haben da oben ja noch ein Ritterwappen, sehr gut. Und das letzte machen wir dann gleich. Ja. Du willst mir ja ankragen, aber nein. Hey, du kannst ruhig weiter ausrauben da vorne und ich mach diesen Kerl hier platt. Tot. Schön, dass die so wenig Verteidigung haben, die Kerle. Das ist sehr vorteilhaft. Aber gut. Jetzt die letzte Truhe noch. Ein Talisman. Was ist das denn? Ach, erhöht Resistenz. Ja, ich pack erstmal das Tomahawk weg. Ist ja eigentlich egal was. Kann ich alles nicht verwenden. Und ich würde sagen, wir können dann schon hier in Kampfstellung gehen. Unser Held vielleicht noch. Und ich schlag vor, seht, vernichtet dann auch alles. Erstmal Pflege. Okay, dann machen wir jetzt Ende. Und zwar mit ganz Schnelligkeit, damit es spannender wird. Ne, gut. Natascha wird erstmal... Was? Nein, nicht Teleport. Genau, sie soll Jillian heilen. Stab, Heilung. Ja, da kann man auch Pflege verwenden, aber ordentlich. Obwohl, ja, nee, mit Heilung wäre der nicht fertig. Glaube ich nicht. Immer noch sein Schwert über der Schulter. Man erkennt gar nicht, wo sein Gesicht ist. Okay, dann jetzt hier Road State 1 und wir hauen ordentlich rein. Mal schauen, was wäre das Effektivste? Ich würde sagen Lanze, oder? Obwohl Runenschwert ist Magie. Von daher. Ich werde nichts zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt. Monika und ich werden glücklich und zufrieden leben. Für immer. Bam in your face. Oder wohl eher in das Bauchstück deines Pferdes. Oh. Deswegen mag ich das Runenschwert nicht, weil es so unglaublich schlecht ist. Okay, es ist jetzt nicht so schlecht, aber... das hat sich mal gar nicht gelohnt. Fangen wir mal mit ihm hier an. Silber dürfte das Stärkste sein, oder? Ja, mit Abstand. Ja, wissen wir. Dann versucht doch, es nicht zuzulassen. Scheiße. Naja, das hat sich auch nicht gelohnt eigentlich. Vielleicht sollten wir einfach von Anfang an Seed draufhauen. So, Seed. Jetzt hier Silberschwert und dann geht's ab. Achso, da sagt er was anderes. Silberlanze, obwohl, näher. Was ist denn jetzt stärker? Silberlanze? 31 oder Silberschwert? 30. Das heißt eigentlich Silberlanze, aber treffertechnisch ist das Silberschwert besser. Und wie sieht es crit-mäßig aus? Crit 14, Crit. Crit 9, okay. Nehmen wir das Silberschwert. Seht, ihr seid also gekommen. Sir Orson. Ihr seid ein beeindruckender Ritter, seht. Für König und Vaterland würdet ihr euer Leben opfern, ohne auch nur einen Moment des Zögerns. Doch ist es ein durch und durch jämmerliches und undankbares Leben. Dies ist meine Aufgabe, dies ist meine Hoffnung. Sir Orson, seid bereit zu sterben. Auch wenn ihr mehr Energie habt als ich. Auch scheiß Tricks. Yeah! Wieso darf man nur einmal gegen den angreifen? Das ist nervt. Okay, dann jetzt hier, ja, Elfenlicht. Ich werde nicht zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt. Monika und ich werden zufrieden und so alles leben. Bam! Ach, verdammt, Elfenlicht ist im Nachteil gegen... Ach, ist das Dunkelheitsmagie? Okay. Nee, Moment. Okay, nochmal. Da. Seht... Ja, Silberschwert, wie gesagt. Wie gehabt. Aber er ist immer noch leicht angeschlagen jetzt. Und das müssen wir nutzen. Jetzt Loote. Das heißt, wir müssen angreifen mit... Scheiße, das ist... Ach nö, wir brauchen Lichtmagie. Sie hat Lichtmagie. Ja gut, dann scheiß drauf. Dann greifen wir einfach von hier aus an. Oder ist das eher zu unserem Nachteil? Wenn wir überhaupt angreifen. Aber hier ist mehr Crit. Machen wir mal Crit vielleicht. Ich glaube zwar nicht, dass der Crits abkriegt, aber blablablub. So. Schade.
Na, wenigstens trifft er sie nicht. Das ist ja auch schon mal in Ordnung. Weil wenn sein Runenschwert weg ist, dann ist er im Arsch. Na gut, dann hat er noch die Silberlanze, aber dann kann er nicht mehr... Na gut, das Runenschwert wird nicht so einfach weggehen. Wird das jetzt was bringen? Wir können es versuchen. Nee. Das bleibt auch wie gehabt. Das war jetzt mal die vermutlich letzte und nervigste Störung überhaupt in all meiner Let's Plays. Die ich rausschneide zumindest. Aber gut. Scheiß doch drauf, ganz ehrlich. Zumindest haben wir jetzt hier gesehen, dass das nichts bringt. Also wenn wir hier verlieren und wenn die Frame nicht trifft, dann weiß ich auch nichts mehr. So Regin Life. Regin Life ist mit Sicherheit im Vorteil. Ach, vielleicht mal verloren, das ist schon zu spät. Ja, während ich es auch so war vergeben. Ist der Platz meines Vaters, ist sein Thron. Ihr habt kein Recht, hier zu sitzen. Boah, ich verheben. Bringt die Derbe um. Das fand ich jetzt geil. Vielleicht mit ein bisschen Glück. Kann das jetzt noch reinhauen? Ich glaube schon nicht. Mach doch das dritte auch noch. Aber vermutlich trifft das Grundstein auch. Deswegen haben wir eigentlich ein sehr Defizit gemacht. Also, nee, das ist er nicht. Der kann auch nicht ausweichen. Vielleicht Franz noch. Na gut, damit wird er wohl nicht viel so. Also, mehr Eisenkönig überhaupt. Nee. Der hat sich selber noch so erfahren. Unser guter Franz. Und ja, dann. Alles erstmal so. Ja, scheiß doch drauf. Zum Glück denken auch so, na gut, Silberlanze jetzt gegen Regi Life. Aber ja. Jetzt wird sie jetzt sicher mit gemeinem und ordentlichen EP kassieren. Aber wie viel jetzt hier denke, ja, das ist ja geil. Okay. Definitiv ein Treffer jetzt hier mit der Stahlschwertsache da und nur noch. Monika. Ich hab eh nur ein Zombie oder so. Yay! Da, 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 da. Yay. Und ich würde sagen, das war's dann und wir besitzen den Thron. Als Ephraim, Prinzessin Arika, das Schloss wurde gesichert. Und was ist los? Edler, dies ist das Zimmer, in das sich Kosten zurückgezogen hat. Ihr seid Ossens. Lieblang, 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 Lieblang. Das ist schrecklich. Oh. Sie ist die Macht, die auch benutzt wurde, um ihn für Lato Vigar zu kontrollieren. Sie ist bereits tot und ihre Leiche wurde dazu missbraucht. Wer könnte? Du musst dir das nicht länger ansehen, Erika, lass uns nach draußen gehen. Lieblang, Lieblang, Lieblang. Ihr könnt nicht behaupten, dass dieses Ding noch am Leben ist. Ich werde... Nein, ich werde es tun. Die beiden haben jeden Tag hier drin verbracht, nicht wahr? Außen war wahnsinnig, aber ich glaube, er war glücklich. Und wir sind wieder zurück. Dennoch. Hm. Wir können das... Ja, wir können das Schloss wieder aufbauen. Das gestohlen wurde aufgebaut, was nicht mit werden. Die Wunden und das Laub, die dem Volk von Renan zugefügt worden sind. Es ist zu spät, diesen Schmerz abzuwenden. Sobald ich König bin, muss ich unser Land wieder erblühen lassen. Doch bezweifle ich, dass es ein herzliches Willkommen erwarten kann und so weiter. Für mich hat mein Volk im Stich gelassen. Ich kann nur versuchen, sein Vertrauen zurückzugewinnen. Genau. Ja, du. Was ihr jetzt zu sagen habt, ist das ganz Wichtigste. Ich bin besser vergessen, der erste Part von Let's Play. Ich hab etwas Dunkel. Und so, genau, das wird dann schon, der was weiß ich wie viel, der war 60 irgendwas.
Naja, also ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war wieder mal die Beilänge erkennbar. Ja, okay, beim nächsten Mal. Mal schauen, ob dann wieder was Kommentare dabei sein wird. Und ja, relativ epischer Part eigentlich, glaube ich. Also finde ich persönlich so. Von daher, weil langsam geht es auf dem Ende zu. Mal schauen, ob ich dann wieder irgendwie Kühe oder so hinzunehmen oder vielleicht noch mal schauen. Den habe ich noch. Ja, ich werde schon jemanden finden. Klar, ich habe noch genug Leute, die da zur Auswahl stehen. Sie sind nur nicht mal erreichbar, von daher, naja, gut schon mal. Okay. Dann schau ich es noch, ja, das ist raus.